So, wir müssen jetzt, was müssen wir überhaupt machen? Begib dich zum Suburban-Laden, Suburban-Laden, wie auch immer. Please excuse me. So, I've got ja. something shameful to do. Was sollen wir jetzt genau machen? Ich habe das groß richtig mitgelesen. So, wir nehmen uns wieder mal die Karre hier. Oh, das Auto heißt Karin. Karin Asterope-Limousine. Naja, dann fahren wir mal los. In 2 Kilometern haben wir unser Ziel erreicht. Das wird bestimmt lustig. Ich verstehe manche Texte nicht, weil ich lese immer nur so grobartig durch, was man machen muss. Dann bin ich manchmal so verpeilt. Aber naja. Ja, der wechselt einfach die Spur. Mann, Junge, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Auf der Autobahn fahren wir eine Runde rum. Schon mit einer kleinen Delle drin, aber das soll uns nicht weiter stören. Du heißt Losted House? Ich weiß gar nicht, wie der Text ging. Ist ja auch egal. Halt, wir müssen abbiegen. Boah. Siehst du, das meine ich, Alter, ey. Da fahre ich lieber wie bei den alten GTAs einen Stein, der dann sich nicht 5000 Meter noch um sich selber dreht, dann wirklich reinfährt und Ende oder das Auto beiseite schiebt. Dass wir dann so heftig umhergeschleudert werden, das finde ich halt scheiße. Das soll uns nicht weiter stören. Wir müssen jetzt irgendwie eine Schule infiltrieren oder uns jetzt. Ach, ich hätte wie gesagt natürlich richtig mitgelesen. Das soll mal überraschen. Wow. Ich denke immer so oft, dass das nur in 720p ist, aber das sieht man auch voll. So, wir parken hier mal, ganz offensichtlich. Mal gucken, wo wir hier hin müssen. Das sind 80er-Jahre-Klamottenladen. Hallöchen. Ah, excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Kauf die passende Kleidung. Ja, mal gucken. Oh ja, das ist ja total super. Oh Mann, oh Gott. Oh, bluh, alles zum Kotzen. Ja, nicht wenigstens die Farbkombi, die hat wenigstens ein bisschen was. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Das sind die Shorts, ja. Oh Gott, Alter, muss das echt sein? Boah, Alter, gibt's hier noch andere Hosen? Was sind das hier? Hemden? Es gibt nur die Hosen, Alter, ich will nicht so einen Rotz anziehen, ey. Alter, das muss ich echt so eine Scheiße anziehen. Hosen? Oh ja, die sieht auch wie ein Alter. Oh, wundervoll, schick, toll. Ey, nee, Alter, ey. Oh. Ich mir lieber so eine beschissenen Dreckshorts an, ey. Aber also die Schuhe verpassen auch gleich dazu. Ja, das so. Oh Gott. Ja, danke, Frau. Ich gehe da mal. Oh Gott. Ja, jetzt haben wir uns wie ein Spasti angezogen. Jetzt können wir auch ein Bewerbungsgespräch angehen. Auch der Geek oder der Nerd doch sich immer noch so anzieht, ist ja klar. Lester. Michael? I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Naja, um was aktivieren, soweit ich das mitbekommen habe. Also das Schlimme ist halt, dass halt jetzt auf den Straßen so viel los ist und ich halt mich auf die Straße konzentrieren kann und die Texte nicht durchlesen kann. Dann weiß ich immer meist nicht, was ich jetzt großartig machen soll. Give me more. Alter, was? Die Songs hinter sind doch GEMA-geschützt. Ja, perfekt eingeparkt. Geh zum Hintereingang. Wo ist denn der? Bin ich hier gerade im Hintereingang?
Na, sieht so aus. Life Invader. Und was nu? Hey. Hey. Oh, wait. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Nee, verstehe nicht. Ich folge dem Programmierer mal. Mal gucken. Eine Yoga-Zone in der Technik. Stop. Tech-Stop Sweat Lodge. I'm turning consultant when we release. Consulting consultors. Was ist jetzt hochgegangen? Ich sehe das. Warte doch auf mich. Hi. Oh Gott. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real chair, but if you're so... Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, you've been at it on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Schieß die Pop-Ups. You want a massage? Cause my hands are free. They gotta send me on another one of those seminars. Mann, ich kann gar nicht so einen Analogstick. Nein, fuck. Wow. Kann ich hier beiseite schieben? Kind of stressful too, ain't it? Ich kann nur mit dem Analogstick das machen. Scheiße. Nein! Might I tempt you with some organic chow or a fair trade Java? We'll get there eventually. Nein, fuck. Geh weg. Might be why I get all these migraines. Seriously, it might be why. Wo ist er? Okay, we got some space. I'll try to boot up this antivirus. Schließ alle Büros auf Fenster. Guess I gotta close the rest of them down. Okay. Alter, hab ich doch gemacht? My glitch fixing is gonna be way down today. Bear with me, alright? Alter, ich wollte mich verarschen. Da waren noch alle zu. I need to write some product, bro. Schnell. I'm feeling the itch. There it goes. Tiger 6, Alter. By Java, bro. That should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Ist das ein verrücktes Stück Scheiße? Verdrahte den Prototypen. Oh, ich pack den Bildschirm. Was zur? Haben die gerade mit dem Ball gespielt? Alter, sind das hier crazy, Leute. Hä? Muss ich hier rein? Ach, da. Crazy, crazy. Das ist ein Prototyp? Sieht aus wie ein ganz normales Samsung, irgendwas. Oh, nice. Und jetzt? Das mit dem Rucksack müssen wir nicht mitnehmen? Ich will mich ja noch rumgucken. Das ist wahrscheinlich ein Meeting. Da gehen wir jetzt mal nicht rein. Obwohl, da sollte ich eigentlich erst recht reingehen. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Goodbye. Da gleich mit drei Computern.
Was machen die denn da? Oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen. Was kann man hier machen? Nix. Sit. Come on, you're gonna have to learn the footbag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. How's your air guitar? Alles voller Schwuchteln. Alright, follow me. Okay. Das ist echt. The asshole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. Ja, ja, ihr macht das schon. Kann ich hier auch rein? Ich will in die anderen Räume rein. Invader Zone. Exit. Oh, ein Hinterausgang. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes. Kann irgendwas kaputt machen. Scheiße, kann ich nichts kaputt hauen. Ich höre Musik. Aber ja, klar, hier kommt man nicht durch. Auf jeden Fall würde ich in dieser Firma nicht gerade arbeiten. Die ist ja relativ seltsam. Und das ist noch positiv ausgedrückt. So, bloß raus hier. Schau dir die Eröffnungsrede von Michaels Haus an. Dann ab zu Michaels Haus. Ohne dass er gerade ein Auto. Halt, das sieht ja noch viel besser aus. Hey Michael, hold on. I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Das ist ja auch ziemlich wundern, die Leute hier, dass ich erstmal eine neue Karre mit anbringe. Guck mal, wo war denn der Fernsehraum? Ich hör's doch. Oh my god, you guys are so lame! No, I'm watching Fame or Shame! Oh, fucking tits! Give it up! Was für eine Zimtzicke. Benutzt, um den Kanal zu wechseln. Okay. Achso, linker Stick. Da haben wir es ja schon. Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Carolina. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! Boo! Boo! We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to get... Oh, hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Oh, Jesus! Whoa! No. Let's... No. Whoa! Ja, also, ne? Passiert. War halt ein neues Modell, das kann schon passieren. Oh, wir haben sogar eine Haushälterin, sehe ich gerade.